Einen wunderschönen guten Morgen. So, letztes Mal haben wir die Nöte-Theorie besprochen und ich würde noch mal ganz gerne zusammenfassen, wie die Gedankengänge dabei waren. Wir hatten ja letzten Endes drei verschiedene Überlegungen nacheinander angestellt. Wir waren ausgegangen davon, dass die Lagrange-Funktion nicht eindeutig ist. Dass man eine Lagrange-Funktion ergänzen kann durch eine totale Zeitableitung irgendeiner Funktion von Ort und Zeit und dass die Dynamik des betrachteten Systems sich dadurch nicht verändert. Wir hatten uns dann überlegt, wie wir jetzt unabhängig davon, welche spezielle Gestalt das die potenzielle Energie annimmt, Koordinatentransformationen so einführen können, dass die Änderung der Lagrange-Funktion genau von dieser Form ist. Ja, dass also Lagrange-Funktion übergeht in Lagrange-Funktion plus Zeitableitung. Und wir hatten gesehen, wir können das nur auf ganz bestimmte Weisen tun. Wir können den Koordinatenursprung verschieben um einen konstanten Betrag. Wir können den Koordinatenursprung mit konstanter Geschwindigkeit verschieben und wir können das Koordinatensystem mit einer konstanten Rotationsmatrix drehen. Wenn die Rotationsmatrix zeitabhängig wäre, dann würden wir Scheinkräfte bekommen und damit das Inertialsystem verlassen. Das Inertialsystem, das wir brauchen, um die klassische Mechanik zu formulieren. Das heißt, wir haben eine bestimmte Klasse von Transformationen, die Galilei-Transformation, von denen wir einerseits wissen, dass sie die klassische Mechanik invariant lassen. Das war der erste Teil der Überlegung. Wir haben dann am Ende der letzten Stunde noch gezeigt, dass die Galilei-Transformationen zusammengenommen eine Gruppe bilden. Wir hatten es explizit konstruiert. Wir hatten gesagt, wir können zwei Galilei-Transformationen nacheinander anwenden, bekommen wieder eine. Wir können zu jedem Element, zu jeder Galilei-Transformation ein Inverses finden und wir können ein neutrales Element definieren. So, damit haben wir also die Galilei-Gruppe ausgezeichnet als Invarianzgruppe der klassischen Mechanik. Das war der erste Teil der Überlegungen. Der zweite Teil der Überlegungen war zunächst völlig unabhängig davon, wie ändert sich eigentlich die Wirkung, wenn ich Zeit und räumliche Koordinaten um einen kleinen, also infinitesimal kleinen Beitrag verstelle? Wir hatten gesehen, welche Auswirkungen das auf die Wirkung hat. Wir hatten gezeigt, okay, die Wirkung ändert sich dann um minus h delta t plus p mal delta x. Zweite Überlegung. Die dritte Überlegung verbindet jetzt beide Elemente und fragt, wann sind solche Änderungen der Wirkung, beziehungsweise wenn solche Änderungen der Wirkung verträglich sind mit der Invarianz des Systems, dann bekomme ich Erhaltungsgrößen raus. Und wir hatten dann am Ende noch gesehen, zu jedem Bestandteil der Galilei-Transformation gehört eine Erhaltungsgröße. Und wir hatten die der Reihe nach identifiziert, wir hatten gesagt, wenn ich den Zeitnullpunkt verschiebe und das System bleibt invariant dem gegenüber, dann bleibt die Energie erhalten. Wir hatten gesehen, wenn ich den Ortsnullpunkt verschieben kann, ohne dass das System sich dadurch ändert, dann bleibt der Impuls erhalten. Wenn ich das System drehen kann, ohne dass das System sich verändert, bleibt der Drehimpuls erhalten. Und wir hatten gesehen, außerdem folgt aus der Galilei-Transformation, dass der Schwerpunkt sich gerade nicht gleichförmig bewegt. Soweit, so gut. Jetzt muss ich noch ein paar Bemerkungen nachschieben. Also, Sie sehen ja daraus zunächst mal, dass zu jeder der kontinuierlichen Symmetrien der Galilei-Transformation eine Erhaltungsgröße gehört. Und damit meine ich,
dass die Galilei-Transformation 10 Parameter hat, 10 kontinuierliche Parameter, und dass zu jedem dieser kontinuierlichen Parameter eine Erhaltungsgröße gehört. Drehimpuls sind 3, Impuls sind 3, Energie ist 1, Geschwindigkeit des Schwerpunkts sind nochmal 3, macht zusammen 10 Erhaltungsgrößen. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen darauf, dass ich ja bestimmte Annahmen über die potenzielle Energie gemacht habe, bevor wir angefangen haben, überhaupt zu überlegen. Und wir hatten insbesondere angenommen, dass es eine potenzielle Energie gibt, natürlich. Wir hatten auch angenommen, dass die potenzielle Energie zwischen irgend zwei Bestandteilen unseres Systems nur vom Abstand, beziehungsweise genauer gesagt vom Betrag des Abstands zwischen diesen beiden Bestandteilen des Systems abhängen soll. Und damit haben wir Voraussetzungen gemacht, die kann ich jetzt stören. Ich kann zum Beispiel diese Annahme brechen, indem ich der potenziellen Energie eine andere Form gebe. Ich könnte zum Beispiel die potenzielle Energie zentrieren auf einen Punkt im Raum. Das könnte ein Gravitationszentrum sein, das könnte eine Ladung sein. Damit zeichne ich einen Punkt im Raum aus und damit ist das System offensichtlich nicht mehr invariant gegenüber räumlichen Verschiebungen. Bei einer solchen Wahl der potenziellen Energie habe ich also diese Invarianz gebrochen. Daraufhin gilt Impulserhaltung nicht mehr. Das ist nicht weiter überraschend, wenn Sie sich überlegen, in dem Zentralkraftfeld wird im einfachsten Fall ein Massenpunkt um das Zentrum beispielsweise auf einer Kreisbahn umlaufen. Und natürlich ist dann der Impuls nicht erhalten. Ja, denn der Impuls ändert ja entlang der Kreisbahn ständig seine Richtung, ist damit natürlich nicht konstant. Die Drehinvarianz, also räumliche Rotationsinvarianz, wird in diesem Fall nicht gestört, vorausgesetzt, ich drehe um das Massenzentrum, um das Kraftzentrum. Es gilt also bezüglich des Kraftzentrums Drehimpulserhaltung. Jetzt könnte ich die Situation auf irgendeine Weise zeitabhängig machen. Und dann kam schon der berechtigte Einwand von einer ihrer Kommilitoninnen, ja, dann habe ich ja überhaupt keine potenzielle Energie mehr. Stimmt, aber ich könnte zum Beispiel die Masse des Teilchens zeitabhängig machen. Daraufhin wäre das System nicht mehr zeittranslationsinvariant und ich kann nicht mehr von Energieerhaltung ausgehen. Ja, was ich damit sagen will ist, die Galilei-Gruppe ist eine Invarianzgruppe der klassischen Mechanik, aber ich kann diese Galilei-Symmetrie der klassischen Mechanik durch die konkrete Wahl der potenziellen Energie brechen. Und daraufhin gelten dann bestimmte Erhaltungsgrößen nicht mehr. Stellen Sie sich eine andere Situation vor. Stellen Sie sich vor, wir betrachten einen unendlich ausgedehnten Plattenkondensator. Ja, die eine Platte ist hier, die andere Platte ist da oben. Und dazwischen stelle ich mir ein homogenes elektrisches Feld vor, also ein Kraftfeld, das eben von der einen zur anderen Platte wirkt. Jetzt können Sie sich daran sehr schön überlegen, welche Größen erhalten bleiben sollten und welche nicht. Wenn die Kondensatorplatten beliebig ausgedehnt sind, dann kann ich parallel zur Platte hingehen, wo ich will, ohne dass die Situation sich ändert. Wenn ich die Kondensatorplatten überziehe mit Koordinaten x und y und die z-Koordinate senkrecht dazu wähle, dann wird offenbar der Impuls in x-Richtung erhalten sein, weil ich das System in x-Richtung verschieben kann, ohne dass es sich ändert. Genauso mit dem y-Impuls. Der z-Impuls wird nicht erhalten sein. So, das heißt, zunächst mal werde ich Impulserhaltung kriegen für zwei der Impulskomponenten, aber nicht für die dritte. Dann schauen Sie sich die Drehimpulserhaltung an. Offenbar, wenn ich die Situation um die Z-Achse drehe und ich stelle mir die Kondensatorplatten unendlich ausgedehnt vor, dann wird das System sich dadurch nicht ändern. Ich kann dann ohne weiteres um die Z-Achse drehen und das heißt, der Drehimpuls in Z-Richtung wird erhalten sein. Wenn ich eine andere Achse wählen würde, dann hätte ich keine Drehsymmetrie mehr. Und das heißt, andere Komponenten des Drehimpulses wären nicht erhalten.
und so weiter und so fort. So, das wollte ich zunächst mal nochmal sagen zu den Noether-Theoremen, zur Galilei-Invarianz und so weiter. Gibt es dazu Fragen? Ja. Ich muss mal, also die Frage war, ich habe beim letzten Mal gesagt, die Energie im Universum ist nicht erhalten. Das stimmt, das Universum ist kein zeittranslationsinvariantes System, weil es sich ausdehnt und morgen anders aussieht als heute. Und das heißt, Energie kann entstehen oder verschwinden, je nachdem. Ich muss mal zurückfragen. Oder die Antwort zunächst mal damit einleiten, nicht die Energieerhaltung ist das Gewöhnliche, sondern dass Sie in einem System Energieerhaltung vorfinden, das ist das Erstaunliche. Und das heißt, dass Sie Systeme haben, in denen Energie verloren oder verloren geht oder gewonnen wird, ist der Regelfall. Dass die Energie erhalten bleibt, ist der besondere Fall. Warum sollte sie immer denselben Betrag haben? Weil sie ja nicht aus dem Nichts kommen kann. Meine, Warum nicht? Wer sagt Ihnen das? Sehen Sie, ich weiß, Sie kommen aus der Schule mit der festen Überzeugung, Energie ist immer und überall erhalten. Ich möchte diese Überzeugung zerstören. Das ist nicht der Fall. Die Besonderheit ist die Erhaltung der Energie, nicht ihre Verletzung. Und dass sie Systeme wie das Universum, gut, jetzt muss ich aber dazu sagen, Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie ist ein komplexes Thema und darüber kann man sinnvoll eigentlich erst dann reden, wenn man bestimmte differentialgeometrische Begriffe zur Verfügung hat, weil die dann in gekrümmten und zeitlich variablen Raumzeiten bestimmte Symmetrien ausdrücken und so weiter. Trotzdem können Sie die Noether-Theoreme 1:1 in die Relativitätstheorie übertragen. Dann sehen Sie aber, dass dasjenige, was jeder einzelne Beobachter im Universum als Energie, Impuls, Drehimpuls, Erhaltung sieht, beobachterabhängig wird und nicht mehr für die gesamte Raumzeit gilt. Wenn Sie aber Energieerhaltung für die gesamte Raumzeit wollen, dann brauchen Sie ein sogenanntes globales, zeitartiges Killingfeld. Killing nicht in der englischen Bedeutung, sondern nach Wilhelm Killing benannt. Und erst dann können Sie sinnvoll über Energieerhaltung reden. Und dass es sowas geben könnte wie Energieerhaltung im Universum, ist was, wäre das ganz Kurioses. Ja? Energie kann natürlich verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Energie kann natürlich... Bitte? Ja, das liegt an Ihrer Gewöhnung, an diese Idee. Ja, das liegt nicht an der Idee. Also... Energie kann zum Beispiel verschwinden in die gegenseitige Anziehung von Objekten. Ja, wenn Sie zwei Objekte voneinander entfernen, dann nimmt deren potenzielle Energie gegeneinander zu und da können Sie eine Menge Energie drin verstecken. Jetzt ist es allerdings in der allgemeinen Relativitätstheorie sehr schwierig, eine potenzielle Energie überhaupt zu definieren im Gravitationsfeld und so weiter und so weiter. Aber tut mir leid. Gehen Sie mal davon aus, dass Energieerhaltung das Erstaunliche ist und nicht Ihre Vernichtung oder Erzeugung. Ja, dahin ist noch eine Frage. Wir haben ja eben gesehen, dass anscheinend, wenn wir Translationsinvarianz haben in zwei linear unabhängige Richtungen, dass dann daraus Unterschiedsinvarianz zu normalen Richtung folgt? Nein. Ich habe gesagt, in der Situation, die wir betrachtet haben, nämlich... dass ich einen Plattenkondensator habe, der im Vergleich zu unserem System beliebig ausgedehnt ist, in der X- und Y-Ebene und symmetrisch bezüglich der Drehungen um die Z-Achse. Ja. Dann ist die Drehimpulserhaltung um diese Z-Achse gewährleistet. Okay, das folgt nicht, wenn ich Y-Impulserhaltung habe, dann habe ich nicht notwendig Z-Drehimpulserhaltung. Nein. Also Sie müssen die einzelnen Symmetrien separat betrachten. So, noch was? Ja. Sorry.
Ja, nee. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ich weiß es. Also ich werde es heute noch mehr drauf anlegen, Sie zu verwirren, keine Sorge. Ja, also. Ja, Vorsicht jetzt. Natürlich, Sie können jetzt die Spannung des Plattenkondensators erhöhen und damit verstellen Sie die potenzielle Energie. Aber jetzt wird der Transport von einer Ladung beispielsweise in diesem elektrischen Feld von einem Punkt zum anderen Weg abhängig. Denn jetzt hängt es genau davon ab, wann diese Ladung welchen Punkt durchläuft. Okay? Das heißt, jetzt haben Sie eine Situation erzeugt, in der Sie zwar immer noch ein Kraftfeld haben, das der Gradient einer potenziellen Energie ist. Aber der Weg durch diese potenzielle Energie ist jetzt nicht, Entschuldigung, die Arbeit in dieser potenziellen Energie ist jetzt nicht mehr Zeit, nicht mehr wegunabhängig. Ja, ganz genau. Sie haben jetzt eine potenzielle Energie, deren Gradient nach wie vor ein Kraftfeld ist, das aber zeitabhängig wird und damit die Energieerhaltung verletzt, in der Tat, ja. Ja. Ja, Sie hat noch eine Frage. Hat unsere Grenzen? Die Frage ist eigentlich, Sie haben gesagt, dass das Universum immer wächst, expandiert. Ja. Nein. Die erste Aussage stimmt, die zweite stimmt nicht. Also die erste Aussage war, Universum wächst. Und die Frage war, hat es Grenzen? Keine, die wir kennen. Wir sehen keine. Ja, aber zu diesem Beispiel, diese Plattenkondensatoren, diese Kondensatorplatten sind unendlich. Aber wenn wir sagen, dass die Kondensatorplatten wachsen, der Zeit. Natürlich. Ganz genau. So, der zweite Teil der Frage, damit ich den nochmal wiederhole, war, wenn ich keine Grenzen kenne, dann kann ich auch Wachstum nicht definieren. Das stimmt nicht. Weil ich das Wachstum daran messen kann, wie sich der Abstand zwischen irgend zwei Punkten verändert. Ich könnte jetzt einen Abstand zu Ihnen messen, dann könnte morgen wieder messen und feststellen, der hat zugenommen. Irgendeines Zweiteilchen in diesem System gibt. Zum Beispiel, vielleicht ist der Abstand zwischen uns größer und die anderen bleiben gleich. Natürlich, das ist möglich. Also es kann sein, dass sich der Abstand nur zwischen irgend zwei ausgewählten Teilchen verändert, natürlich. Wenn ich aber zum Beispiel Zehntausende von Galaxien beobachte und feststelle, deren Fluchtgeschwindigkeiten sind abhängig von ihrer Entfernung in alle Richtungen gleich, dann kann ich daraus weitergehende Schlussfolgerungen ziehen. Ich will damit nur sozusagen dem Kurzschluss begegnen. Wenn ich keine Grenzen kenne, dann sehe ich auch keine Ausdehnung. Das ist nicht wahr. Ja. Wenn man jetzt, also noch so viele zurückzunehmen, also die Energie, die ich das mache, wäre es ja, wenn man jetzt die Schwerkraft vernachlässigt. Wäre die Energie im Universum erhalten, wenn man die Schwerkraft vernachlässigt? Wir kennen kein Weltmodell, das die Schwerkraft vernachlässigen könnte. Das heißt, im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie kann ich die Frage nicht beantworten. Ja, doch, kann ich.
Ja, dann können Sie Situationen einrichten, sodass die Energie erhalten wäre. Ja. Um nochmal den entsprechenden Fachbegriff zu nennen, Sie bräuchten ein globales, zeitartiges Killingfeld, dann geht das alles. Und ja gut, lassen wir es dabei. ja, es geht. Okay, dann würde ich jetzt gerne die Verwirrung noch etwas weiter treiben und zur speziellen Relativitätstheorie kommen. Denn wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, es ist eine Konsequenz der Galilei-Transformation, dass Geschwindigkeiten additiv sind. Und das heißt, die Newton'sche Mechanik sagt, wenn ich mit Lichtgeschwindigkeit ein Signal von einer Lichtquelle abschicke, die sich selbst mit halber Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann kommt das Licht beim Beobachter mit 1,5-facher Lichtgeschwindigkeit an. Eine klare Aussage der Newton'schen Mechanik aufgrund der Galilei-Invarianz. Und das stimmt nicht. Beziehungsweise die Elektrodynamik sagt, da drüben steht es, ja. Natürlich steht jetzt da die Lichtgeschwindigkeit ausgerechnet nicht ausdrücklich drin, aber ja, die Elektrodynamik sagt, es gibt eine universelle Geschwindigkeit. Und das heißt, die klassische Mechanik widerspricht eklatant der Elektrodynamik. Jetzt müssen Sie sich die Situation vorstellen, die Elektrodynamik stammt von Maxwell 1834, da sahen die Gleichungen noch nicht so schön aus, die haben eine gewaltige Politur erlebt seitdem. Und es gibt gleichzeitig die Newton'sche Mechanik und es sind zwei gut geprüfte und wunderbar etablierte Theorien der Physik und beide passen nicht zusammen. Das ist schon irgendwie blöd. Das ist irgendwie blöd, weil wem glaube ich denn jetzt? Also wenn ich jetzt dieses Lichtsignal abschicke von der Lichtquelle, die sich mit 0,5 c bewegt und kommt es jetzt mit 1,5 c bei mir an, dann hätte die klassische Mechanik recht. Oder kommt es mit c bei mir an, dann hätte die Elektrodynamik recht. Aber es gibt so viele Vorhersagen der Elektrodynamik, die man ja aufgrund der Maxwell-Gleichungen herleiten kann, beispielsweise die Existenz elektromagnetischer Wellen, die sich mit der Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und diese elektromagnetischen Wellen hat Heinrich Hertz tatsächlich erzeugt und nachgemessen. Und so weiter und so weiter. Stimmt doch was nicht. Ja. Gut. Das Problem hing in der Luft seit ungefähr 1870, 80 sowas. Und es gab jede Menge, zum Teil abenteuerliche Lösungsvorschläge, bis Einstein dann in einer Überlegung, die für ihn ganz charakteristisch war, gesagt hat, ich erhebe das Problem zum Prinzip. Ich sage, es ist gar kein Problem, es ist ein Prinzip. Und das Prinzip ist, die Lichtgeschwindigkeit ist universell und die unmittelbare Schlussfolgerung daraus ist, dann kann die Galilei-Invarianz der klassischen Mechanik nicht stimmen. Aha. Und jetzt? Jetzt müssen wir also irgendwie die Galilei-Gruppe als Invarianzgruppe der klassischen Mechanik durch was Neues ersetzen. Und insbesondere muss dieses Neue, was auch immer das ist, respektieren, dass die Lichtgeschwindigkeit eine absolute obere Schranke ist. Außerdem muss gewährleistet sein, dass zumindest dann, wenn ich mich mit Geschwindigkeiten bewege, die sehr viel kleiner sind als die Lichtgeschwindigkeit, was ja im Alltag kein großes Problem ist, dass dann auch wieder die Galilei-Invarianz rauskommt. Ja, zumindest muss die Galilei-Invarianz ja im Grenzfall kleiner Geschwindigkeiten ganz gut passen. Ich meine, wenn Sie auf dem Fahrrad fahren und werfen jemandem eine Tomate hinterher, ja, dann stimmt das mit der Geschwindigkeitsaddition schon so ungefähr. Ja. Also was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Folgendes. Ich stelle mir vor, hier ist eine Lichtquelle, ja, die schalte ich jetzt an. Und dann breiten sich von da aus Lichtwellen aus, elektromagnetische Wellen. Natürlich tun sie das in jede Richtung. Und
wenn ich mir die vorderste Front dieser Lichtwellen anschaue, also anschaue, wie weit ist dieses Lichtsignal gekommen, seitdem ich die Lichtquelle angeschaltet habe, dann kommt eben raus, ich will mal hier x3 hinlegen, ja, x3 ist c mal t, wenn t die Zeit ist, seitdem ich die Lichtquelle angeschaltet habe. Okay, alles klar. Der ist ja nicht so schlimm. Genauso würde ich hier drüben aber sagen, minus x3 ist c mal t. Ne? Also würde ich daraus schließen, x3 plus oder minus c mal t gleich 0, je nachdem, ob ich mich nach rechts oder nach links entlang dieser x3-Achse ausbreite. So, und jetzt, was sieht jetzt jemand, der sich relativ dazu bewegt? x3'. Gut. Jetzt stelle ich mir jemanden vor, der sich bezüglich dieser Situation mit der Geschwindigkeit v bewegt, in dieselbe Richtung und so weiter, zunächst mal so einfach wie möglich halten. Was sieht der? Naja, Maxwell würde sagen, und Einstein hat es wiederholt, der sieht ebenso x3' plus oder minus ct. Ja, das kann nicht sein. Ne? Jetzt muss ich die Zeit auch irgendwie transformieren. Also, das ist das Grundpostulat. Ne? Für einen bewegten Beobachter, der unter Umständen an seiner Uhr eine andere Zeit abliest als der Ruhende, muss zwischen dieser Koordinate x3 und der Zeit t, beziehungsweise der Koordinate x3' und der Zeit t' dieselbe Relation gelten wie für den Beobachter, der das Lichtsignal losgeschickt hat. In dessen Bezugssystem ich mir die Lichtquelle ruhend vorstelle. Das ist die Idee, die uns letzten Endes durch die Elektrodynamik vorgegeben wird. So, und wie kann ich das jetzt erreichen? Also, um dieses Vorzeichen zwischen den beiden loszuwerden, sage ich x3² minus ct² ist gleich x3² minus ct². Okay, jetzt habe ich beide Fälle auf einmal erwischt, den mit dem positiven, den mit dem negativen Vorteil. Ich will eine Transformation haben von tx nach t'x', beziehungsweise in diesem vereinfachten Fall von tx3 nach t'x3', die diese Relation beibehält. Punkt 1. Punkt 2, ich möchte, dass diese Transformation linear ist. Warum möchte ich das? Damit Trägheitsbewegung im einen System, also Bewegung entlang einer geraden Linie im kräftefreien Fall, auch Trägheitsbewegung im anderen System bleibt. Also verlange ich eine lineare Transformation, die von dieser oder die diese Bedingung hier erfüllt. Aha, jetzt versuche ich es mal, damit zu sagen, okay, x3 plus ct' soll jetzt einfach irgendein Faktor f an x3 plus ct sein. Also, mit anderen Worten, wenn ich von x3 ausgehend die Länge betrachte, die ein Lichtsignal in einer bestimmten Zeit t zurücklegt, dann bekomme ich also hier einen Gesamtabstand x3 plus ct. Und irgendeine lineare Funktion davon, beziehungsweise dieser Abstand multipliziert mit irgendeinem Faktor f, soll denselben Längenabschnitt im gestrichenen System ergeben. Dann sagt mir aber diese Gleichung hier, dass dann x3' minus ct' gleich 1 durch f mal x3
minus ct sein muss. Ne? Denn anderenfalls bekäme ich ja dieses nicht hin. Ne? x3 Strich minus ct Strich Quadrat ist ja einfach x3 Strich plus ct Strich mal x3 Strich minus ct Strich. Damit also hier wieder x3 plus ct mal x3 minus ct rauskommt, müssen sich die beiden Faktoren f und 1 durch f gerade bekämen natürlich. Deswegen muss 1 durch f stehen, wenn ich hier das Vorzeichen wechsle. Okay. Na, ist ja gut. Ne? Nochmal, wir verlangen Linearität, damit Trägheitsbewegung bleibt. Also geradlinig gleichförmige Bewegung, geradlinig gleichförmige Bewegung bleibt. Ich skaliere deswegen Abstände im ungestrichenen System einfach mit einem Faktor f und sage, okay, gut, dann muss für den entsprechenden Abstand mit dem umgekehrten Vorzeichen der Faktor 1 durch f auftreten. Okay, schön, jetzt nehme ich die Summe und die Differenz dieser beiden Gleichungen und aus der Summe bekomme ich 2x3' ist f mal x3 plus ct plus 1 durch f x3 minus ct. Ja, sieht ja schon mal gut aus. Jetzt, wenn ich die Differenz bilde, bekomme ich 2 mal ct Strich. Naja gut, einfach denselben Ausdruck, aber in der Mitte mit einem negativen Vorzeichen. Also gelten jetzt diese beiden Beziehungen hier. So, jetzt stelle ich mir folgende Situation vor, beziehungsweise ich präzisiere jetzt die Situation auf die folgende Weise. Ich stelle mir vor, ich habe hier das Koordinatensystem K' und es bleibt an der Tafel festgeklebt. Ich nehme das System K, okay? Was nehme ich denn? Nehmen wir K'. So, dann habe ich hier das System K und ich stelle mir vor, dass sich das System K' relativ zum System K mit der Geschwindigkeit v bewegt und dass zum Zeitpunkt t gleich 0 die Ursprünge dieser beiden Koordinatensysteme gerade übereinstimmen sollen. So, irgendwie komme ich durcheinander mit meinen Strichen und den Nichtstrichen. Also ich will auf Folgendes raus. X3 soll sich verändern wie x3 gleich v mal t. Mit anderen Worten, k muss sich relativ zu k' mit der Geschwindigkeit v in die positive x3-Richtung bewegen. So, wenn das aber der Fall ist hier, und die beiden Koordinatensysteme bewegen sich, oder das eine Koordinatensystem bewegt sich mit dem einen Beobachter mit und das andere Koordinatensystem bleibt in Ruhe mit dem anderen Beobachter, dann muss der Ursprung des einen Koordinatensystems gerade sich mit v mal t bewegen, im anderen System aber der Ursprung bleiben. Also schaue ich mir den Ursprung von k'
Es wird noch besser, ja? Schaue ich mir den Ursprung von K' im System K an. Der Ursprung von K' im System K hat die Koordinate x3 gleich v mal t, weil das System K' sich mit Geschwindigkeit v bewegt. Aber im System K' muss der Ursprung natürlich der Ursprung bleiben. Und das heißt, x3 gleich v mal t soll abgebildet werden auf x3' gleich 0. Also schließe ich daraus, 0 ist gleich f. Ich fasse jetzt die entsprechenden Terme hier zusammen. 0 ist f plus 1 durch f mal x3. Plus f minus 1 durch f mal ct. Und für x3 spezifiziere ich jetzt v mal t. Ja, denn ich möchte, dass dieser Punkt, der sich von x, vom Koordinatensystem k aus mit der Geschwindigkeit v bewegt, auf 0 abgebildet wird, auf den Ursprung des gestrichenen Koordinatensystems. Okay, gut. Jetzt kann ich das Ganze nach f auflösen. Jetzt bekomme ich also einerseits f mal v minus c mal t plus 1 durch f f mal v plus c mal t und 1 durch f mal v minus c mal t gleich 0. So, die Zeit t ist beliebig. Das heißt, ich bekomme daraus f Quadrat ist v minus c geteilt durch v plus c. Okay. Negativ c minus v durch c plus v. So, und nachdem ich f positiv haben möchte, schließe ich daraus, f ist die Wurzel aus c minus v durch c plus v. So, das war jetzt etwas holprig, ja? Aber was haben wir gemacht? Wir haben verlangt, dass es eine lineare Transformation geben soll zwischen dem ungestrichenen und dem gestrichenen Koordinatensystem. Wir haben verlangt, dass wenn sich das eine Koordinatensystem mit der Geschwindigkeit v relativ zum anderen bewegt, dann beschreibt der Ursprung des einen Koordinatensystems, oder ist die Position des Ursprungs des einen Koordinatensystems im anderen, x3 gleich v mal t, während der Ursprung in seinem Ausgangssystem natürlich bei x3' gleich 0 bleibt. Das heißt, ich bekomme jetzt raus, was dieser Faktor f sein soll. Jetzt führe ich eine neue Größe ein, das ist einfach die Geschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit. Und dann kriege ich raus, f ist Wurzel aus 1 minus Beta geteilt durch 1 plus Beta. Das ist einfach eine bequeme Skalierung der Geschwindigkeit. Okay. Mit dem Ausdruck für f gehe ich jetzt in die ursprüngliche Transformationsgleichung zurück hier. Und sage, also x3' muss dann gegeben sein durch 1/2 mal f plus 1 durch f mal x3 und dann f minus 1 durch f mal ct. So. Genauso muss ct' gegeben sein durch
1/2 mal f minus 1 durch f mal x3. Und f plus 1 durch f mal ct. So, sieht recht schön symmetrisch aus. Jetzt können wir die beiden Terme f plus 1 durch f und f minus 1 durch f noch vereinfachen. Ich schreibe mal hier hin, f plus 1 durch f ist ja jetzt Wurzel aus 1 minus Beta durch 1 plus Beta plus Wurzel aus 1 plus Beta durch 1 minus Beta. Jetzt bringe ich die auf denselben Nenner. Derselbe Nenner ist die Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat. So, und um hier auf diesen Nenner zu kommen, im ersten Term, muss ich den mit 1 minus Beta, mit der Wurzel aus 1 minus Beta erweitern, bekomme also hier 1 minus Beta. Um hier auf denselben Nenner, auf den Hauptnenner zu kommen, muss ich mit 1 Wurzel aus 1 plus Beta erweitern und bekomme hier plus 1 plus Beta. Und damit bekomme ich also 2 durch Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat. Und dieses 1 durch Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat kürze ich als Gamma ab. So, das heißt, wir führen eine neue Größe ein. Das Gamma ist 1 durch Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat. Okay, wenn ich jetzt hier ein Minuszeichen einsetze, f minus 1 durch f, dann sieht die Rechnung fast genauso aus. Ich setze also nur das eine Zeichen durch ein anderes. Und dann bekomme ich hier 1 minus Beta minus 1 plus Beta. Also, jetzt fliegt die 1 raus. Und ich bekomme hier ein Minus. Minus 2 Beta durch Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat, beziehungsweise minus 2 Beta Gamma raus. So, nach der Nebenrechnung kann ich jetzt zurück in meine Transformation hier oben. Bekomme also statt f plus 1 durch f einfach ein 2 Gamma. Die 2 kürzt sich weg. Und ich bekomme hier Gamma x3. Hier bekomme ich f minus 1 durch f. Das ist minus 2 Beta Gamma. Die 2 kürzt sich weg. Ich bekomme also ein Beta Gamma ct. Hier habe ich, wenn ich wieder mit f plus 1 durch f anfange, ein Gamma ct. Und jetzt ein Minus Beta Gamma x3. So, damit haben wir unsere Transformation konstruiert. Jetzt kann ich also die Größen c mal t' bzw. x3' in einem Vektor zusammenfassen und kann diesen neuen Vektor mit den Strichen durch den alten darstellen. Indem ich hier Gamma minus Beta Gamma minus Beta Gamma Gamma schreibe, mal ct x3. So, jetzt steht im Skript an der Stelle ein anderes Vorzeichen für das Beta, das heißt, da ist einfach die Relativgeschwindigkeit der beiden Koordinatensysteme umgedreht. Okay, das ist der einfachste Fall einer Lorentz-Transformation. Beschränkt jetzt auf eine Koordinate. Und ich würde jetzt ganz gerne noch vor der Pause gleich mit der Beschränkung auf die eine Koordinate zeigen, dass jetzt die Addition von Geschwindigkeiten in Ordnung ist. Ja. Ich wollte noch kurz nachfragen, was
Peter, ist die Geschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit. Das Ding hier. Also, das hatte ich hier definiert bei diesem Faktor F hier. So, jetzt würde ich gerne Folgendes tun. Also wir haben jetzt diese Transformation. Jetzt würde ich gerne sagen, gut, ich schaue mir jetzt einen speziellen, ja. Nee, ist nicht langsamer, aber es wird rot verschoben. Weil die Lichtgeschwindigkeit universell ist. Nee, die Lichtgeschwindigkeit ist universell. Sie schicken von einem Beobachter zum anderen ein Lichtsignal. Die Lichtgeschwindigkeit wird c sein, aber das Licht wird rot verschoben beim Beobachter ankommen. Okay, diesen Vektor hier, ctx3, würde ich jetzt gerne spezifizieren auf ctwt. Mit anderen Worten, ich möchte jetzt gern einen Punkt in dem ungestrichenen Koordinatensystem betrachten, der sich mit der Geschwindigkeit w bewegt. Ich möchte sehen, mit welcher Geschwindigkeit bewegt er sich jetzt in dem gestrichenen System. Jetzt hatte ich schon erwähnt, ich kriege hier ein Minuszeichen raus. Vor diesen beiden Beta-Faktoren. Das kommt jetzt dadurch zustande, dass ich die Relativgeschwindigkeit hier zwischen k' und k betrachtet habe. Ja. Ich kann jetzt das Vorzeichen umkehren hier und sagen, ich möchte jetzt ctx3 in dieser Form transformieren mit Gamma, Beta, Gamma, Beta, Gamma, Gamma. Sodass die Geschwindigkeit, die ich durch das Koordinatensystem bekomme, sich zu der Geschwindigkeit im Koordinatensystem addieren sollte. Deswegen wähle ich jetzt hier ein positives Vorzeichen. Dann habe ich also diese Transformation. Und jetzt interessiert mich, welche Geschwindigkeit messe ich jetzt in dem gestrichenen Koordinatensystem. Also die Situation ist so, ich habe hier mein ungestrichenes Koordinatensystem, das bewegt sich mit der Geschwindigkeit v relativ zum gestrichenen. In dem ungestrichenen Koordinatensystem bewegt sich ein Objekt mit Geschwindigkeit w. Welche Geschwindigkeit sehe ich jetzt im gestrichenen Koordinatensystem? Jetzt wenden Sie einfach die Regeln der Matrixmultiplikation darauf an, bekommen Gamma ct plus Beta Gamma wt als ct'. Und Sie bekommen Beta Gamma CT plus Gamma WT. Das ist jetzt CT' und das ist W'T'. Okay? So, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit W' im gestrichenen Koordinatensystem haben will, dann mache ich Folgendes, ich nehme w't' geteilt durch ct' mal c. Das heißt, ich nehme einfach das Verhältnis des unteren Ergebnisses zum oberen und multipliziere mit c. Die zweite Komponente ist proportional zu t, die erste ist es auch, das kürzt sich also in den Bruch raus. Die zweite Komponente ist proportional zu Gamma, die erste auch, also kürzt sich auch das Gamma raus. Was übrig bleibt, ist jetzt nur noch Beta C plus W, das ist die zweite Komponente, geteilt durch 1 plus, das ist ein W hier, ja, Beta W. Und das Ganze mal C. So.
Beta C ist einfach V. Also bekomme ich hier V plus W. Und ich kürze Gamma T raus, also steht hier ein C. Ja. Also habe ich jetzt hier noch stehen, C plus V mal W geteilt durch C und das Ganze mal C. So, jetzt kann ich aus dem Nenner ein C ziehen, kann damit das C im Zähler kürzen und bekomme, das ist V plus W geteilt durch 1 plus V mal W durch C Quadrat. So, jetzt sehen Sie, wenn beide Geschwindigkeiten V und W klein sind gegenüber der Lichtgeschwindigkeit C, dann ist dieses 1 plus V mal W durch C Quadrat einfach gleich 1, zumindest sehr nahe bei 1. Und ich bekomme das Newtonsche Additionstheorem zurück. W' ist V plus W. Wenn Sie jetzt hier für eine dieser beiden Geschwindigkeiten C einsetzen, sagen wir mal, ich hätte zwei Koordinatensysteme, die sich mit der Geschwindigkeit V relativ zueinander bewegen und die Geschwindigkeit W soll gleich C sein. Dann hätten Sie ja V plus C geteilt durch 1 plus V durch C. Das bleibt immer kleiner als C. Und wenn Sie für beide C einsetzen, also wenn V gleich C ist und W gleich C, dann sehen Sie, hier oben steht 2C, hier unten steht 2, also kommt raus C plus C gleich C. Okay? So, das heißt, wir haben jetzt ausgehend von dem Prinzip, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der Bewegung des Systems sein soll, aus dem ich ein Lichtsignal betrachte, immer gleich C sein soll. Und haben diese Art der Transformation rausgebracht und haben explizit gezeigt, dass jetzt die Addition von Geschwindigkeiten auf ein Ergebnis führt, das immer kleiner ist als C. Immer kleiner gleich C. Ja? In dieser eindimensionalen Situation können Sie ja nur das Licht nach rechts oder nach links schicken. Wenn Sie es nach links schicken, ist minus x3 gleich ct. Wenn Sie es nach rechts schicken, ist x3 gleich ct. Das heißt, die Geschwindigkeit ist immer gleich, die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich c, aber die Koordinate, die Sie der Wellenfront sozusagen zuordnen, die ist halt einmal positiv und einmal negativ. Also die Lichtgeschwindigkeit bleibt unabhängig von der Bewegung gleich groß. Und wenn Sie dem Lichtstrahl eine Richtung geben müssen, dann schreiben Sie die so. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Ich meine, wenn Sie jetzt den Lichtstrahl in negative x-Richtung schicken, dann hätten Sie hier Betrag, oder Vektor c ist minus c mal ex. War das Ihre Frage? Oder? Ich dachte, ich kann es gleich im Vordergrund. Also, weil nehmen wir an, V ist 1,5 C. Und wir bewegen uns in diese x3-Mitrichtung. Und diese Sicht tut sich auch in diese x3-Richtung ausbreiten. Mit der Lichtgeschwindigkeit C. Ist das im Bezugssystem von unserer Bewegung, also quasi von dem,
Also das ist die Situation, die Sie vorhaben. Ja, genau. Gut, jetzt setzen Sie es einfach hier ein. Dann kommt hier raus C halbe plus C, das ist der Zähler. Und der Nenner ist 1 plus C halbe mal C geteilt durch C Quadrat. Okay? Ja. So. Eine Frage noch, dann ist Pause. Ja. Komm nach der Pause. So, Pause jetzt erstmal, 10 Minuten und dann geht's weiter.
So, nachdem ich mich gerade mit den Vorzeichen bzw. mit der relativen Bewegung von K und K' selber ausgetrickst habe, möchte ich gerne nochmal präzisieren, wie die Idee ist, die hinter den Formeln im Skript steht, ne, so dass die übereinstimmen. Da ist das System K als ruhend angenommen. Das System K' bewegt sich mit der Geschwindigkeit V relativ zu K in der positiven x3-Richtung. Und dann steht hier in dieser Transformation ein Plus Beta da oben. Und ich gebe nochmal an, Beta ist die Geschwindigkeit V in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit. Und Gamma ist dieser Faktor 1 durch Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat. Das ist der sogenannte Lorentz-Faktor hier. So, jetzt haben wir sie auf eine Dimension beschränkt. Jetzt würde ich es gerne zunächst mal auf 3 Dimensionen erweitern, aber die Richtung der Geschwindigkeit erstmal dieselbe lassen und dann verallgemeinern auf beliebige Richtungen der Geschwindigkeit. Dann muss ich also nicht nur Koordinaten ct' und x3' bekommen, sondern ct', x1', x2', x3'. Und die bekomme ich jetzt indem ich diese Matrix hier, die zunächst mal eine 2×2-Matrix war, zu einer 4×4-Matrix erweitere. So, und wenn ich die Geschwindigkeit der Relativbewegung dieser beiden Koordinatensysteme nach wie vor in x3-Richtung lasse, dann sieht diese 4×4-Matrix so aus, dass ich diese Faktoren Gamma, Beta-Gamma und Gamma jeweils auf die Zeitkoordinaten und auf die Koordinate beziehen, in deren Richtung transformiert wird. So. Jetzt kann ich diese Bewegungsrichtung natürlich auch beliebig orientieren. Und dafür muss ich zunächst das räumliche Koordinatensystem mit einer Drehmatrix drehen und dann diese Matrix hier anwenden. Das heißt, ich nenne jetzt mal diese 4×4-Matrix, die hier steht, groß Lambda. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich in eine beliebige Richtung transformieren will, zunächst mal das Koordinatensystem so drehen, dass es in Z-Richtung zeigt. Also in die Richtung, dass die Z-Richtung des Koordinatensystems in Richtung der Geschwindigkeit zeigt. Dann diese Lorentz-Transformation hier anwenden und dann wieder zurückdrehen. Wie mache ich das? Ich würde die Matrix Lambda erweitern, indem ich sie multipliziere mit der Matrix 1, 0, 0, R, wobei R eine 3×3 Drehmatrix ist. Das heißt, das ist auch wieder eine 4×4 Matrix. Die hat einen 3×3-Anteil hier und dieser 3×3-Anteil besteht aus einer Drehmatrix. So, dann würde ich also zunächst mit Hilfe dieser Drehmatrix das Koordinatensystem so drehen, dass die 3-Achse in Richtung der Geschwindigkeit zeigt.
dann diese Transformationsmatrix anwenden und dann zurückdrehen. Und nachdem es eine Drehmatrix ist, ist das Inverse gleich dem Transponierten. Und damit kann ich jetzt eine Lorentz-Transformation in einer beliebigen Richtung durchführen. Dann kann man auch angeben, wie das dann aussieht, also wie die Matrix Lambda dann aussieht. Die Matrix Lambda sieht dann so aus, da steht nach wie vor ein Gamma hier. Dann steht hier ein Gamma mal Vektor Beta transponiert. Und der Vektor Beta ist einfach der Vektor V geteilt durch C. Transponiert heißt, er ist jetzt ein Zeilenvektor. Hier steht der Vektor Gamma Beta. Und hier steht eine 3x3 Matrix und die ist die Einheitsmatrix in drei Dimensionen. Minus Gamma minus 1 geteilt durch Beta Quadrat. Und jetzt das Vektorprodukt, Tensorprodukt aus Beta, Vektor Beta und Vektor Beta. Ich gebe das nur an, der Vollständigkeit halber. Damit werden Sie nie operieren müssen. Ne? Wenn Sie jetzt hier in den Grenzfall kleiner Geschwindigkeiten gehen, also in den Grenzfall von Geschwindigkeiten, die sehr viel kleiner sind als c, also dann ist Beta sehr viel kleiner als 1 und Gamma erst recht. Hm? Und so weiter. Ja, das heißt, Gamma ist dann ungefähr 1 plus Beta Quadrat halbe, ist also quadratisch kleiner, also da geht Beta quadratisch ein, wollte ich sagen. Das heißt, wenn ich linear nähere, dann setze ich hier das Gamma einfach gleich 1, hier gleich 1, hier gleich 1, hier gleich 1. Ja, das heißt, hier bekomme ich nur noch die Einheitsmatrix raus. Die Gammas hier fallen weg. Dann geht dieses Lambda über in 1, Beta transponiert, Beta und die Einheitsmatrix. Ne? So. Wenn ich jetzt mit dieser Matrix Lambda hier den Vektor CT, also wenn ich mit 1 Beta transponiert, Beta 1, den Vektor CT, Vektor X transformiere. Und wenn ich jetzt spezialisiere diese Art der Transformation auf Geschwindigkeiten, die sehr viel kleiner sind als die Lichtgeschwindigkeit, dann bekomme ich hier, das ist also CT plus Skalarprodukt aus Beta und X. Und hier bekomme ich Beta CT plus X. Und jetzt sehen Sie hier die Galilei-Transformation zurück. Der Faktor hier ist die Zeit multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich also die Transformation der Zeit allein betrachte, dann ist der Faktor hier durch 1 durch c Quadrat kleiner als der Beitrag hier. Dann kann ich den weglassen. Und hier bleibt Vektor Beta mal c mal t, das ist v mal t. Und dann bekommen Sie hier zurück, x' ist v mal t plus x. Und damit bekommen Sie die Galilei-Transformation daraus zurück. Will ich aber gar nicht machen. Ich möchte jetzt in diesem speziellen Fall bleiben hier. Und berücksichtigen, dass ich hier Rotationen durchführen kann. So, jetzt kann ich also zunächst mal durch diese Art der Transformation
die Geschwindigkeit in eine beliebige Richtung orientieren, indem ich hier diese Drehmatrix rückgängig machen lasse, was diese Drehmatrix hier angerichtet hat. Das bedeutet, ich gehe von einer beliebigen Orientierung des Koordinatensystems aus, drehe das Koordinatensystem momentan so, dass die Richtung der Relativgeschwindigkeit mit der Dreiachse der beiden Koordinatensysteme übereinstimmt, führe dann diese Transformation Lambda durch und drehe dann das Koordinatensystem wieder um denselben Betrag zurück. Ich muss es aber nicht um denselben Betrag zurückdrehen. Ich kann ja zusätzlich dazu, dass ich das Koordinaten, dass ich die Geschwindigkeit transformiere, das Koordinatensystem auch noch beliebig drehen. Dann würde ich so machen, dann würde ich diese Transformation übergehen lassen in 1, 0, 0, R2, Lambda, 1, 0, 0, R1. Na, dann hätte ich zusätzliche Drehungen des Koordinatensystems berücksichtigt. Und dann kann ich hier noch einen weiteren Vektor a dazufügen. Aber dieser Vektor klein a hat jetzt vier Komponenten. Das heißt, er fasst eine zeitliche Verschiebung und drei räumliche Verschiebungen zusammen. Und daraus entsteht jetzt eine Gesamttransformation hier, die wieder insgesamt 10 Parameter hat. Das sind die drei in dieser Drehung. Das sind die drei in dieser Drehung. Das sind die drei. Moment. Ah. Okay, also hier habe ich vier. Hier kommen drei dazu. Dann bin ich bei 7. Und dann kommen drei in der Geschwindigkeit dazu. Habe ich also insgesamt 10 Parameter wieder. Das ist jetzt eine neue Gruppe. Eine neue Invarianzgruppe für die klassische Mechanik. Das ist die Gruppe der sogenannten Poincaré-Transformationen. Oder die Poincaré-Gruppe. Die Poincaré-Gruppe erlaubt diese Verschiebung um den Vektor a. Wenn Sie diese Verschiebung weglassen und nur diese Drehung, Geschwindigkeitstransformation, Drehung berücksichtigen, dann ist es die Gruppe der Lorentz-Transformation. Ja? Wieso genau zählt man da dann nur eine der beiden Rotationsmatrizen? Naja, ich kann, indem ich die Drehmatrix hier anwende, zunächst mal in ein spezielles Bezugssystem der Geschwindigkeit transformieren und dann wieder raus. Oder ich berücksichtige hier drei Geschwindigkeitskomponenten, dann brauche ich aber die eine Rotation nicht zu berücksichtigen. Okay? Gut, das heißt, hier habe ich es zunächst mal mit Lorentz-Transformationen zu tun und zusammen mit dieser Nullpunktverschiebung mit Poincaré-Transformationen. Ja? Nee, gemeint ist Folgendes. Also, Sie nehmen einen Vektor x, der jetzt besteht aus c mal t und den räumlichen Komponenten hier. Und den bilden Sie ab auf 1, 0, 0, R2. Lambda 1, 0, 0, R1 mal x plus a. Okay? So, das heißt, wir haben jetzt die Gruppe der Galilei-Transformationen
ersetzt durch die Gruppe der Poincaré-Transformation. Die haben nach wie vor 10 Parameter. Dadurch, dass wir aber verlangt haben, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant bleiben soll, mussten wir zusammen mit den räumlichen Koordinaten auch die zeitlichen Koordinaten transformieren. Das heißt, insbesondere für die Noether-Theoreme, dass es jetzt keine reine zeitliche oder räumliche Verschiebung mehr geben kann oder keine Invarianz unter rein räumlichen bzw. rein zeitlichen Transformationen. Und das heißt, dass sie im Allgemeinen keine separate Energie- und Impulserhaltung mehr kriegen werden, sondern eine kombinierte Energie-Impulserhaltung. So, jetzt wollte ich ein paar Konsequenzen aus diesen Lorentz-Transformationen besprechen. Also zunächst mal haben wir jetzt die Invarianzgruppe der klassischen Mechanik von der Galilei-Transformation umgestellt auf die Poincaré-Transformation. Und wir haben gesehen, gut, wenn ich mich auf Geschwindigkeiten beschränke, die sehr viel kleiner sind als die Lichtgeschwindigkeit, dann komme ich zur Galilei-Transformation zurück. Aber wenn ich jetzt in einfachen Beispielen die Lorentz-Transformation anwende, wenn ich also solche Situationen betrachte wie ct' x3' ist Beta Gamma Beta Gamma Beta Gamma Gamma mal ct x3, ne? Dann kann ich daraus eine ganze Reihe von interessanten Schlussfolgerungen ziehen. Zunächst mal möchte ich schauen, wie werden denn jetzt eigentlich die Koordinatenachsen abgebildet? Also wenn ich zum Beispiel den Vektor ct x3 entweder ersetze durch den Vektor 1, 0, also wenn ich anschaue, wohin wird der Einheitsvektor in Zeitrichtung transformiert, oder auf den Vektor 0, 1, wenn ich also wissen will, wohin wird der Einheitsvektor in Dreirichtung transformiert. Und mir dann aus dem Koordinatensystem mit dem Strich heraus anschaue, was passiert, dann sehen Sie, okay, hier ist mein gestrichenes Koordinatensystem. Wenn ich jetzt den Vektor 1, 0 einsetze, wenn ich jetzt also den Vektor in Zeitrichtung, Einheitsvektor in Zeitrichtung transformieren will, dann sehen Sie, der Vektor 1, 0 wird abgebildet auf den Vektor Gamma, Beta Gamma. Wenn ich jetzt hier, also das ist jetzt das Bild des Einheitsvektors, wenn ich jetzt hier anstelle der 1 einen freien Parameter einführen würde, dann würde ich die ganze ungestrichene Zeitachse entlang laufen. Dann würde ich hier Gamma mal diesen Parameter kriegen, hier Beta Gamma mal diesen Parameter. Das ist eine Gerade. Und die Gerade hat die Steigung 1 durch Beta. Das heißt, die Achse CT erscheint im ungestrichenen Koordinatensystem mit einem Winkel, dessen Tangens durch 1 durch Beta gegeben ist. Und wenn Beta gegen 0 geht, dann ist der Tangens unendlich und die steht wieder senkrecht, ne? Andernfalls ist sie hier so verkippt. Wenn ich den Vektor 0, 1 abbilde, dann wird der abgebildet auf Beta Gamma Gamma. Wenn ich den Vektor 0, 1 skaliere mit einem beliebigen Parameter, dann kommt hier eine Gerade raus mit der Steigung Beta. Das heißt, die x3-Achse wird abgebildet auf eine Achse, die so verläuft hier. Und je größer die Relativgeschwindigkeit dieser beiden Koordinatensysteme ist,
umso stärker werden diese beiden roten Achsen aufeinander zugekippt. Also hier ist die Achse x3 in dem gestrichenen Koordinatensystem. Hier ist die Achse ct in dem gestrichenen Koordinatensystem. So, jetzt kann ich mir anschauen, was hier passiert, indem ich hier so ein Gitter von Parallelen zur ct-Achse zeichne, beziehungsweise zur x3-Achse. Und dann kann ich es vergleichen mit einem Gitter, das ich im blauen, im gestrichenen Koordinatensystem bekäme. Und dann sehen Sie eine ganze Menge wichtige Dinge hier. Zunächst mal, ich greife hier zwei Ereignisse raus, die im roten Koordinatensystem gleichzeitig sind. Warum sind die gleichzeitig? Weil sie auf einer Parallele zur x3-Achse liegen. Die gehören also zum Zeitunterschied 0 im roten Koordinatensystem. Die sind aber nicht mehr gleichzeitig im blauen. Ja, das heißt, was für den einen Beobachter gleichzeitig ist, ist für die andere Beobachterin keineswegs gleichzeitig. Das ist eine Konsequenz davon. Jetzt schaue ich mir an, eine bestimmte Länge im roten Koordinatensystem und betrachte diese Länge im blauen und sehe, dass sie im blauen verkürzt erscheint. Das heißt, wenn der rote Beobachter hier einen Meterstab mit sich führt, aber sich bewegt, dann erscheint mir der hier im blauen Koordinatensystem verkürzt. Können wir noch ein bisschen formalisieren. Ja? Ich nehme mal zwei Ereignisse raus, die im ungestrichenen Koordinatensystem einen festen Zeitabstand haben. Ich sage also, ich lese bei der ungestrichenen Koordinate x3 gleich 0 im Abstand 0, bei der Zeit 0 und bei der Zeit ct einfach die Uhr ab. Das heißt, ohne meine Position im ungestrichenen Koordinatensystem zu verändern, betrachte ich einfach zwei Ereignisse, also Punkte, die durch eine Zeitkoordinate und eine räumliche Koordinate festgelegt sind, in einem rein zeitlichen Abstand hier. Worauf werden die abgebildet? 0, 0 wird auf 0, 0 abgebildet. Und ct wird abgebildet auf Gamma ct und Beta Gamma ct. Ja, indem ich einfach den Vektor ct0 in diese Matrixgleichung da oben einsetze. Gamma ct ist aber jetzt der Zeitunterschied im gestrichenen Koordinatensystem. Das ist also ct'. Die Länge interessiert mich zunächst mal nicht. Und daraus kann ich ablesen, t' ist Gamma mal t. Gamma ist aber größer als 1. Das heißt, die bewegte Uhr vergeht langsamer oder geht langsamer. Und die Zeit t, die der Beobachter im ungestrichenen System abliest, ist geringer als die Zeit, die ich im gestrichenen Koordinatensystem ablese. Ja? Ganz genau. Kommen wir noch drauf. Ja? So, das heißt, bewegte Uhren gehen langsamer. Ja? Warum sind die in der Zahl t
Bitte? Wenn man bei beiden Systemen beobachtet, hat man wieder ein Kleinwerk, dann zwei Differentialsysteme. Natürlich. Natürlich. Ganz genau das. Ganz genau das. Also die bewegte Uhr erscheint langsamer zu gehen, egal in welches Koordinatensystem sich transformiert. So. Jetzt möchte ich die folgende Situation betrachten. Ich betrachte jetzt einmal wieder das Ereignis 0, 0. Und dann möchte ich eine bestimmte Länge betrachten. Jetzt muss ich aber aufpassen hier. Ich gehe jetzt hier zunächst mal zu einem Ereignis CT und L hier. Der Grund ist, dass ich jetzt beide diese Ereignisse transformieren will, dann aber zum selben Zeitpunkt T' ablesen will. Die Idee dahinter ist, ich lege jetzt hier irgendeine Länge fest in meinem gestrichenen Koordinatensystem. Sagen wir von hier bis hier. Ja. Und Sie sehen, damit ich die bei derselben Zeit im ungestrichenen Koordinatensystem ablesen kann, müssen die Lichtsignale, die Signale von den beiden Enden dieser Länge, zu verschiedenen Zeiten im ungestrichenen System loslaufen, sodass sie zum selben Zeitpunkt bei mir ankommen. So, das wird also abgebildet auf Gamma CT plus Beta Gamma L, beziehungsweise Beta Gamma CT plus Gamma L. So, und jetzt muss ich dafür sorgen, dass der Zeitpunkt T' ebenso wie hier gleich 0 ist, damit ich also beide Enden dieser Länge L zur selben Zeit ablesen kann im gestrichenen Koordinatensystem. Also muss ich T so wählen, dass Gamma CT plus Beta Gamma L gleich 0 wird. Und das heißt, T bzw. CT muss gleich minus Beta L sein. Klar, ne? Damit das Signal vom entfernteren Ende des Maßstabs zum Zeitpunkt 0 bei mir ankommt, muss es etwas früher loslaufen. Und zwar genau um die Zeit, die es braucht, um zu mir zurückzukommen. So. Jetzt setze ich CT gleich minus Beta L hier oben ein, bekomme also in die zweite Komponente, in die, aus der ich die Länge berechnen kann, also minus Beta Quadrat mal Gamma, CT minus Beta Quadrat L mal Gamma, minus Beta Quadrat Gamma mal L, wenn ich also CT gleich minus Beta L hier oben einsetze, dann plus Gamma mal L. Das ist jetzt L', das ist die Länge in dem ruhenden Bezugssystem. Und dann sehen Sie, das ist offenbar 1 minus Beta Quadrat mal Gamma mal L. Aber Gamma ist die Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat. Das heißt, da kommt raus, dass es Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat mal L, beziehungsweise L geteilt durch Gamma. Okay. Und das heißt, im gestrichenen Bezugssystem erscheint dieselbe Länge um den Faktor Gamma verkürzt.
Also bewegte Uhren gehen langsamer, bewegte Längenmaße erscheinen verkürzt. Das sind zwei unmittelbare Folgerungen aus dieser Lorentz-Transformation. So. Jetzt wollte ich eigentlich noch eine ganze Menge sagen zum Minkowski-Raum. Aber zunächst mal nochmal zusammenzufassen, was wir gemacht haben. Wir haben gemerkt, die Galilei-Transformation widerspricht der Elektrodynamik. Und die spezielle Relativitätstheorie gibt darauf die Antwort, gut, dann muss ich die Universalität der Lichtgeschwindigkeit ernst nehmen. Dann darf ich nicht bei der Galilei-Transformation bleiben. Dann muss ich also die Galilei-Transformation ersetzen durch eine Transformation, die die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ausdrücklich berücksichtigt. Eine solche Transformation haben wir jetzt konstruiert, unter der einen Voraussetzung, dass sie linear sein soll, damit Trägheitsbewegung auf Trägheitsbewegung abgebildet wird. Daraus ergibt sich dann, dass wir die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit dann garantieren können, wenn wir nicht nur den Ort transformieren und die Zeit davon separat, sondern beide gleichzeitig. Und das heißt, wir müssen Zeit und Ort zusammenfassen, also Zeit und Raum zur Raumzeit. Dadurch kriegt die Raumzeit vier Dimensionen, die drei räumlichen und die eine zeitliche. Und auf dieser Raumzeit operiert jetzt die Lorentz-Transformation bzw. die Poincaré-Transformation. Und die Poincaré-Transformation besteht aus einer freien Rotation, einer freien Geschwindigkeit und einem vierdimensionalen Verschiebungsvektor. Ja? Dann wird Trägheitsbewegung nicht auf Trägheitsbewegung abgebildet. Das heißt, dann bekommen Sie die Situation, in der eine geradlinig gleichförmige Bewegung in einem Koordinatensystem in einem relativ dazu gleichförmig bewegten krumm erscheint. Also wir wollen mit dieser Transformation Trägheitsbewegung geradlinig gleichförmig beibehalten. Ja? Sie meinen jetzt, dass die Müttertheorie jetzt Aussagen der Poincaré-Transformation, dass man jetzt keine separate Energie erhalten und dann kurz erhalten haben kann. Ja. Man kann Beispiele sagen, in denen das geht, man kann aber nicht mehr allgemein die beiden Erhaltungen voneinander trennen. Ja, aber wie kann es dann sein, dass beides einzeln wird, wenn es beides einzeln gibt? Wenn man die Poincaré-Transformation auf die Situation beschränkt, in denen die Relativgeschwindigkeiten klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind, dann spaltet diese Energie-Impulserhaltung auf in eine separate Energie und eine separate Impulserhaltung. So, ja. Ja. Sie würden dann einfach Beta durch Minus Beta ersetzen, wenn Sie die beiden Koordinatensysteme vertauschen. Genau. Wenn Sie sich überlegen, wie würden Sie diese 2x2-Matrix invertieren, dann kommt genau das andere Vorzeichen in Beta rein. Ne? So. Donnerstag ist Feiertag. Das ist etwas misslich, weil ich jetzt vieles nicht bringen konnte, was ich gerne noch gebracht hätte. Das kommt dann am nächsten Dienstag. Ne? Bis dann.